In diesem Video verrate ich dir, wie du deine Selbstzweifel besiegen kannst. Ich gebe dir wertvolle Tipps gegen deine Unsicherheit und gegen unnötige Sorgen. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Michael von jetztselbstsicher.de. Wie kannst du deine Selbstzweifel besiegen? Denn die haben wir irgendwo mehr oder weniger alle und meistens ist es natürlich unbegründet. Denn sie führen zu Hemmungen, zu Blockaden, zu Unsicherheit. Wir tun nicht das, was wir eigentlich tun wollen, weil uns irgendwas innerlich an uns zweifeln lässt und weil uns irgendwas innerlich dann in der Folge deswegen hemmt. Nun, die einfachste und beste Methode, seine Selbstzweifel zu besiegen, ist, dir mal bewusst zu werden, was du alles Tolles kannst, was du alles gut kannst, was du alles schon geleistet hast. Es ist wirklich so banal und auch bewiesen, wissenschaftlich bewiesen, dass beispielsweise ein Selbstwertjournal, so heißt auch mein Produkt dazu, kannst du aber auch mit einem ganz normalen Buch anfangen, mit einem Art Tagebuch anfangen, dass du dir jeden Abend darin deine Leistungen des Tages aufschreibst. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Am Anfang hat man so dieses Gefühl, mir fällt da nichts ein, was habe ich schon Tolles erlebt, weil wir sind tatsächlich darauf programmiert, dass uns das einfällt, was nicht gut gelaufen ist, was wieder mal so richtig Mist war und was wir nicht geschafft haben und womit wir nicht zufrieden sind. Da sind wir Weltmeister, das können wir alle wunderbar. Der Fokus liegt meistens auf den Dingen, die nicht gut laufen. Wenn du jetzt anfängst, dich jeden Abend hinzusetzen, und dir aufzuschreiben, was waren deine Leistungen, was war das, was du heute geschafft hast, was waren schöne Momente, was für Komplimente oder was für Dankbarkeit hast du bekommen, wofür bist du selber dankbar, was ist das, was an diesem Tag gut gelaufen ist, dann hat es folgende Funktion. Du wirst im Lauf der Zeit den Fokus von diesem Negativdenken mehr und mehr rüberführen zu diesem Positivdenken. Und das Ergebnis ist dann, dass deine Selbstzweifel weniger werden oder sich sogar in Luft auflösen. Außerdem kannst du natürlich, wenn du mal wieder so einen Moment hast, wo du so richtig an dir zweifelst, nachschauen in deinem Selbstwertjournal und sagen, Mensch, super, da stehen 37 Dinge, die ich besonders gut kann. Da stehen 52 Dinge, für die ich dankbar bin. Da stehen 48 tolle Leistungen oder auch viel mehr. Und jetzt ist diese eine Sache, an der ich zweifle, Mensch, das ist doch ein tolles Ergebnis. Wenn das jemand im Fußball hätte, 47-1, ja, also sofort sind deine Selbstzweifel natürlich wieder weg. Tatsächlich bewiesen, habe ich selbst auch schon jahrelang gemacht, ist was, was super gut funktioniert, kann ich dir unbedingt empfehlen. Probier es aus. Alles Gute dabei, viel Erfolg dabei, alles Liebe. Dein Michael von jetztselbstsicher.de. Selbstzweifel besiegst du dadurch, dass du dir immer wieder bewusst machst, was du alles kannst. Deswegen schreibe dir jeden Abend auf, was du Tolles kannst. Führe ein Selbstwertjournal. Und bei Selbstzweifeln blicke in dieses Selbstwertjournal und schau, wie viele tolle Sachen du kannst und dann vergleiche, okay, eine Sache ist jetzt nicht so toll, aber ganz, ganz viele in verschiedenen Listen stehen in diesem Selbstwertjournal und du siehst, wie toll du eigentlich wirklich bist. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, dann abonniere jetzt diesen Kanal und lade dir das kostenlose E-Book 5 Zaubertricks für dein Selbstbewusstsein herunter. Es ist für dich gemacht.